wird die Folge halt ein kleines bisschen länger. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. Hallo, you're Meets. Always nervous. Relax. Not always, sir. Lassen wir da durch? Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. Nee. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boys also abkürzen ist hier nicht drin. Anders den rückwärts echt nicht schneller. They're so on to us. Those are the containers in Bay B. Clamp it on now. Okay, we got it. Let's take her down to Bay F. Yeah, yeah. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck, I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. Oh, jetzt sehe ich aber herzlich wenig. I'll operate you under the influence if you're not careful. Wo sind wir hier vorhin gegengedonnert, dass das... We gotta get the other one. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Ah, vermutlich gegen das Ding hier, ne? Ich glaube, hier ist also gegen Gitternacht. Was denn jetzt? Travis Town. Was ist denn jetzt passiert? Habt ihr den einen, den wieder umgefahren haben, oder was? Boah, komm, ernsthaft? Ich meine, er muss doch wissen, dass er hier nicht so rumzulaufen hat, Alter. I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boys on a waste clearance crew. It's those containers. Bay B. Ist das ätzend. That's it. Now we gotta bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. You happy? Now I'll get the other one for you. Me, anyway. Eiskalt hingeschmissen, das in Dreck. View of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Ah, da ist der kleine, räudige Fußgänger, den wir eben gerade überfahren haben. Bastard, Junge! Du kannst doch nicht so quer rüberlatschen. Idiot. Der hat echt die Gabelstaplerfahrer Klaus gesehen. Be careful! And attach it. Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. I did not fellatiate no one to get this job. There was old friends with the... Well, with the... With the say no more. You didn't fellate no one, but darling Debbie probably did. She probably enjoyed it. Thank you.
Achso, okay. It's up to the top of the crane for me. Ergib dich zum Kran. Ja, die Folge wird wohl echt etwas länger, glaube ich, ne? I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Come up onto this catwalk, then go down the ladder and into the cabin. Okay. Wenn du das sagst. Okay, I'm sitting here. What do you want? Boah, was? That's it. You're in position. You're in position, so drop the spreader down and secure the load. She's there! Lock her on! You got it! Now pick it up so it'll clear the other containers and move it down to the end. We need to go to the other end. Bay 5. We ain't there yet! Was? Kann das Ding nicht schneller? Da soll er drauf. That's the truck. Ease her onto it. Bring the container down over the truck's frame. Go back up to the other end and start again. Get back down to the other end. Ja, sehr gut. Echt 3 km/h mehr wären schön jetzt. Also, das ist. Get in position over the second container in Bay 1. Oh, wir können auch die Perspektive ändern. Brauchen wir nicht. Werden so echt Container verladen vom Hafen auf LKWs? Ich habe das noch nie gesehen oder sowas. Auch nicht mal irgendwie, bisher war ja auch nicht das Interesse irgendwie da, dass man sich mal sagt, hey, ich google jetzt mal, um zu erfahren, wie so ein Container auf dem LKW landet. Sieht aber irgendwie. How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. Sieht aber fast nach einem easy Job aus. Ich weiß es nicht. Ich meine, so Hafenarbeiter, klar, das ist wahrscheinlich so irgendwie rund um die Uhr Arbeit und so, weil. Naja, aber okay. Machen wir der Kamera des Telefons. Ja, ja. Dem Bug. Das ist ein Bug, ne? Fotografiere eine Wache an Bord des Schiffes. Zählt das? Ja. Ron. Fotos gesendet. Ergib dich vom Kran.
hinunter zum Dock. Okay. Fotos halten, Chef. Ich grab was aus und melde mich wieder, sobald ich was gefunden habe. Alles klar. Nee, den Kran treten, das bringt gar nichts. Hallo? Das wäre nichts für mich, der Job hier. Also allein wegen der Höhe. Ich habe ja furchtbare Höhenangst. Trevor, come on. I can take you over to the warehouse. Okay. This rig ain't being used. Koppel den Anhänger wieder an, bevor du weiter musst. Natürlich. Chasing the little dragon right now. Crystal film. Aber wie sagt denn auch keiner, wa? Natürlich ist unsere Tarnung jetzt aufgeflogen. Beziehungsweise die Ladung wurde stehen gelassen. Ach komm, Alter. Ich sehe die Minimap nicht. Normal rules don't apply to us, Floyd. Und er guckt mich nur weiterhin an. Ah, er geht And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. Die Folge wird doch zerschnitten. What? Dead end? No. Boah, Sonnenhorsch, habt ihr das gesehen? Needs. Minimap. Danke. Is one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. Du willst die Ladung noch nicht mal verlieren, weißt du? They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. A spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. So, jetzt mal ein bisschen mit Kit hier. Was? Hier sind nur 10 km/h erlaubt. Wir fahren gefühlt 70. Aber keine durchgehende Linie. Überholmanöver sind hier also erlaubt. Ich nehme an, der muss rückwärts rein, wa? Hoppla. Ich und rückwärts fahren jetzt. Oh nein! Oh komm! Ja, wie häng ich den denn jetzt wieder dran?
Ja, wie denn? Hallo? Ach komm, Alter. Doch nicht wirklich, ne? It's on the other side of Port City. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. Rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. Sieht so aus, als würden wir uns hier die Autobahnfahrt sparen. What do you mean? Oh Gott. Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead end job. Okay, scheinbar What? Doch nicht. Dead end? No. Floyd, it's dead end. Being a unionized longshoreman's one of the best paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. Ja, das heißt Autobahn, aber hier. You're abused by these slave drivers. I mean. I've never worked Dieses so hard Ende hatte in my ich gemeint, aber okay. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when Aus we did. Mit. I'm saving you from yourself. We ain't heard from Wade. What are you, his mother? He's fine. The spillage shouldn't take this long to contain. There must be a lot of it. Good. Ja, wenn ich durchkomme, ich wollte eigentlich, hab gedacht, wir nehmen hier so und fahren dann hier, aber da steht ja dieses Lampengebilde hier. Okay, dann fahren wir da erstmal vorwärts rein, vielleicht geht das ja auch vorwärts. Natürlich. Und ich denke so, ja, rückwärts. Restricted access. No entiendo. No understandio. Huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Mm. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? Get back out. Hey, back out. Back out. Got confused. God don't speak English. Must have misread the manifesto. He said, oh, here. Was? Dabei hat er nicht gemacht. Das war toll. Naja. Sorry, gonna have to go it alone. Verlass das Sperrgebiet. Ja, natürlich. Ergib dich zu Floyds Appart. Ach komm. Gar nicht auffällig. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't Only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Ah, muzzle cars.
Anfangs checkst du das meistens mit der Musik gar nicht so, steckst von allen fest los, aber irgendwann so, oh, geht ein die Mucke auf den Geist, dann falscher Sender. Ihr könnt ja auch mal vielleicht so für die Liste schauen und weiß ich ja nicht, könnt ihr einfach mal so in die Kommentare schreiben, was für Musik ihr beim Spielen eigentlich gerne ganz hört. Oder ob ihr da lieber total auf Musik verzichtet und euch lieber so auf die SFX konzentriert. Oder überhaupt so eher die Soundeffekte. Ich meine, gerade irgendwo bei Shootern, da ist Musik hören ja meistens sehr unpraktisch. Also mir geht das jedenfalls so, da ich mich da auch sehr, sehr viel auf Schritte konzentriere. Ob sich jetzt ein Feind nähert oder halt eben nicht. Und ja, zumindest, ich bin jetzt nicht so diese ultimative Gamer oder so, aber ja, so Kleinigkeiten, auf die achtet man dann doch schon irgendwo um natürlich auch so. Da ist einfach der Ehrgeiz, man will natürlich halt gewinnen und dann versuchst du doch schon ein bisschen auf so Kleinigkeiten zu achten, wie halt Fußschritte oder sowas. Und wenn ein Feind vor dir steht, ruhig bleiben, nicht sinnlos schießen, sondern Ziel lieber genau, anstatt deinen Mund die Hälfte des Magazins daneben zu semmeln halt oder so. Weißt du, das ist dann halt... Das ist so meine Devise. Ich lasse beim Ziehen lieber ein kleines bisschen mehr Zeit, diese eine Millisekunde, anstatt einmal quer durchzuziehen oder so und dabei das halbe Magazin zu verschwenden. Weil in der Zeit mit der anderen Hälfte triffst du vielleicht den Gegner, aber in der Zeit steht schon wieder ein anderer hinter ihm und du musst erst nachladen, weil du eben die andere Hälfte daneben gepfeffert hast, weißt du? Das ist halt meine Logik dabei. Dafür kassierst du wahrscheinlich zwar öfter mal einen Kill, aber okay, das ist irgendwo. Ich finde, das gehört zum Spiel einfach mit dazu, auch selber mal eine reingedrückt zu bekommen. Wahrscheinlich ist Ron auch schon oben, sitzt da verbeultes Gesicht und macht uns tierisch die Vorwürfe. Und man fragt sich einfach nur, wie konnte er vor uns hier sein? What in the name of all things holy? I tried to stop it. Was? But it just kept coming and coming. Oh, there, wait. Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Aber Eier, dass er ihn zur Begrüßung noch im Abend hat, also komm. Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Die Frau sieht dich gekommen. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, it's a low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Und an seinem Mikropenis. Now! And... There, perfect. Perfect. All right. So, okay. Based on my observations, I'd say these merry-weather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one... It's on that freighter, in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now! The other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Wähle eine Methode, also, ich würde sagen, also pass auf, hier könnten wir ein ganzes Schiff sprengen. Wirklich, so, aber hier ist das noch, glaube ich, ein bisschen komplizierter, da wir hier ein U-Boot
und einen Hubschrauber brauchen und einen Hubschrauber zu bekommen, wäre natürlich cool, weil wir dann einfach von den Fahrzeugen mehr Vielfalt haben, finde ich. Aber hier können wir sprengen, Alter. Das ist auch. Das hier ist eher so diese Trevor, buff, einfach durch da. Und das hier ist sehr so. Komm. Offshore. Deep Sea Adventure. Gotta be. Mit Trevor wird das schon gut gehen. Methode wählen, Tauchboot beschaffen, Lufttransport beschaffen. Wir bestätigen das. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Tell Floyd to find us a submarine and ask Ron. Natürlich wird Michael mit reingezogen. Und vermutlich auch nochmal Franklin denn. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. Oh. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam and God alone knows. You damaged Deborah. Look, my lady and my union. That's all I got. So why don't we just dass sie davon noch nichts mitbekommen hat. Huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Er will lieber so weiter stinken. Okay. Bestanden! Auskundschaften des Hafens. Wir gucken uns das mal an. Missionszeit. Kontrollpunkt. Okay. Angestellter des Monats. Perfekte Überwachung. Ehrliche Arbeit. Abschluss 88%. Dann würden wir alles erledigt haben. Achso, Kontrollpunkt haben wir wahrscheinlich nicht oder sowas. Naja. Gut. Für uns war es das dann auch mal mit dieser Aufnahme. Es sind jetzt doch gute 2 Folgen geworden. Wir überschreiben den hier. Ja. Das können wir uns ja auch später reinziehen. Um ihre Werfer vorzugehen, geh als Michael in die Flugschule. Ja, aber das alles machen wir dann. Den Raubüberfall und so weiter und so fort. Passiert alles in den nächsten Folgen. Wir haben ja auch noch Franklin und Michael, die auch noch Missionen selbst zu erledigen haben. Also es ist hier viel zu tun. Bleibt also dran. Bis dahin. Und tschüss.